Und jetzt ist es amtlich. Deutschland stagniert. Laut Jahreswirtschaftsbericht ist unser Wachstum in 2024 mit 0,2% kaum noch messbar. Schlusslicht in der Eurozone. Sogar der Bundesadler bleibt vor Scham nur noch zu Hause und trinkt Dosenbier. Wirklich, es ist schlimm. Traurig. Ja. Und die Aussichten für die nächsten Jahre sind angeblich nicht viel besser. Droht uns hier also die Deindustrialisierung? Sind wir bald alle wieder Jäger und Sammler? Genau jetzt wäre ein idealer Zeitpunkt, die etwas panische Bevölkerung mit einem positiven Narrativ zu beruhigen oder, weiß ich nicht, mit Zahlen, die Mut machen. Wenn sie einem denn einfallen. Auch unser deutscher Exportüberschuss ist inzwischen zurück auf seinem früheren Vor-Corona-Niveau. 22,2 Milliarden betrug er im vorigen Dezember. Ja, dazu fällt mir direkt ein knaller Gag ein. Und zwar, nee, doch nicht. Ja. Aber Moment, der Kanzler hat ja nicht ganz Unrecht. Die deutsche Beschäftigungsquote ist zum Beispiel hoch. Inflation und Energiepreise gehen runter. Die Löhne steigen, mit ihnen wahrscheinlich die Konsumlaune. Und viele deutsche Firmen haben im letzten Jahr Rekordgewinne gemacht. Ach ja? Also im Fernsehen habe ich das aber anders gehört. Es geht abwärts mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Es geht abwärts mit der deutschen Wirtschaft. Größte Wirtschaftskrise seit mehr als 20 Jahren. Eine Minute vor 12. Die Rede ist schon wieder vom kranken Mann Europas. Halb richtig. Ja, der kranke Mann Europas wankt aus dem Bild. Gut, Deutschland hat Strukturprobleme. Probleme, die wir seit Jahren vor uns herschieben. Und wir haben eine Ampel, die man wirklich als Standortnachteil betrachten muss. Wirtschaft ist, das weiß jeder, zu 80% Psychologie. Trotzdem sagt Habeck, unser Wachstum sei, Zitat, dramatisch schlecht. Ja, Lindner nennt es peinlich. Verstehen Sie, die sind sich selber peinlich. Und das Peinlichste, es gibt immer noch keine gemeinsame Strategie, wie wir aus der Peinlichkeit wieder rauskommen. Das gibt's doch gar nicht. Habeck will wie immer mehr Schulden, Lindner Steuererleichterungen, ergo passiert gar nichts. Was sagt man dazu? Eine Regierung, die in einer solchen Phase nicht geschlossen agiert, die schafft kein Vertrauen, sondern die wird selbst zu einem Sicherheitsrisiko, meine Damen und Herren. Tu doch einer was, Habeck und ich sind ein Sicherheitsrisiko. Bitte? Ach, der Clip war von 2017 und er meinte die GroKo. Ah. Ja, passt aber immer noch, würde ich sagen. Ne? Ja, unsere Firmen hätten sicher gern niedrigere Unternehmenssteuern. Die liegen hier 10% über dem EU-Schnitt. Das ist nicht gut. Vor allem aber träumen die Firmen von einer Regierung mit einem Plan. Ich meine, endlich Lösungen statt nur Gejaule. Ernsthaft, wer braucht eine Ampel, die sich selber runterredet? Kennen Sie das? Feierabend zu zweit und Sie sind regelrecht glücklich. Das muss nicht sein. Dafür gibt's doch die neue Ampel-App Deprimizer. Diese App zieht einfach jeden runter. Na, gut drauf. Warum? Die Wirtschaft geht den Bach runter. Wir sind alle am Arsch. Denk da mal drüber nach. Was? Die App springt automatisch an, sobald es irgendwem im Land zu gut geht. Leute, ihr wollt aber jetzt nicht wirklich ein Kind machen, spinnt ihr? Wir haben keine Kita-Plätze. Hände über die Bettdecke. Deprimizer. Deprimierender wird's nicht. Diese App tötet jede Motivation im Keim. Training, gute Idee. Schade, dass du nachher wieder den halben Kühlschrank leer frisst. Gib doch einfach auf, du fettes Schwein. Deprimizer. Don't happy, be worry. Ja. Sie ziehen sich selber runter. Ich meine, gut. Natürlich ist Deutschland als Exportnation besonders gekniffen, wenn die Weltwirtschaft einbricht. Andererseits haben vor allem die DAX-Unternehmen letztes Jahr historische Gewinne eingefahren. Historische. Die Folge: Rekorddividenden für Aktionäre, während die Ausgaben für Forschung und Entwicklung aber deutlich langsamer gestiegen sind. Ich will sagen, möglicherweise werden doch nicht alle deutschen Top-Firmen auch top gemanagt. Also nur als Hypothese. Ist eine Hypothese. Was einen aber natürlich nie vom nach Subventionen schreien oder vom Rumheulen abhalten darf als Unternehmer. Hier der Arbeitgeberpräsident.
Gewinne werden moralisch hinterfragt und Unternehmerinnen und Unternehmer immer häufiger negativ dargestellt. Ein Beispiel: Im Sonntagabend-Krimi-Tatort sind die Mörder am häufigsten Unternehmer oder Manager. Und ich kann Ihnen versichern, dass das in der wahren Welt so nicht ist. Hör doch auf! Ja, was kommt als nächstes raus? Pierre Brice war gar kein Apache? Pubukel gibt's gar nicht? Lügenpresse. Leute, ich finde, wir müssen jetzt langsam mal gemeinsam nach vorne gucken. Unsere Infrastruktur endlich im großen Stil modernisieren. Marode Autobahnbrücken bedeuten tägliche Umwege und mehr Kosten für die Industrie. Ja, für deren Instandsetzung. Ja, wären etwas mehr Schulden schon okay. Genau wie für bessere Bildung, Stichwort Fachkräfte. Gleichzeitig befreit man den Sozialstaat von Klientelgeschenken wie Mütterrente oder Rente mit 63 und erspart den Unternehmen Bürokratie. Fertig, Kinder, so schwer ist es doch gar nicht. Und ich sag mal, noch gibt es sie ja, die innovativen Erfolgsideen made in Germany. Ein besonderer Metzger. Er ist der erste deutschlandweit, der Buletten und Würste aus Waschbärfleisch produziert. Ich habe die bis vor einem Jahr gefangen. Wir müssen und jetzt mache ich einfach was draus, ja? Ja. Was draus machen? Das ist der Spirit, ne? Neuer Text an der Fleischtheke. Darf's ein bisschen Bär sein? Komm. So, Ampel, die Uhr tickt. Christian Lindner droht schon. Wenn man sich nicht bis Sommer auf den Haushalt 25 einigt, dann war's das, sagt er. Er fordert die, und ich zitiere, Wirtschaftswende. Ja, das habe ich selber gelesen in der neuen Wirtschaftswende. Ja, Ultimatum. Langfristige Planung wäre mal schön. Was machen wir zum Beispiel 2028, wenn das Bundeswehr-Sondervermögen alle ist? Fragt die ARD und wird dabei direkt unverschämt. Jetzt mal abgesehen davon, dass Sie dann wahrscheinlich ja gar nicht mehr Finanzminister sind. Aber wieso gehen Sie davon aus? Ich sag wahrscheinlich. Oder zumindest wie wahrscheinlich ist das? Warum ist das wahrscheinlich? Warum? Weil die Frau Hassel die Prozentzahlen bis 5 beherrscht. Darum. So, und dann, Sie werden es verfolgt haben, dann blockiert die Union auch noch das ohnehin viel zu mickrige, heiß ersehnte Wachstumschancengesetz im Bundesrat. Woran man erkennt, die Ampel ist weiß Gott nicht unser einziger Standortnachteil. Umso wichtiger, dass diese Regierung jetzt endlich mal aus ihren Fehlern lernt und sich irgendwie zusammenrauft für die letzten anderthalb Jahre. Das ist doch wohl nicht zu viel verlangt. Ist es doch? Schade. Die Liste der Streitthemen in der Koalition ist lang. Keine einheitliche Linie. Bei mehreren Vorhaben. Uneins. Mit jeder Menge Ärger in der Ampel. Es rumort in der Ampelkoalition. Vize Kubicki droht sogar mit dem Aus der Koalition. Und warum tue ich das? Weil ich es will. Natürlich, klar. Streit in der Ampel. Man kann es, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, man kann es körperlich nicht mehr ertragen. Hier bei der Heute-Show ist das eine Strafarbeit. Also wirklich jetzt, wer bei uns irgendwie Fehler macht, also weiß ich nicht, in einer Konferenz zu leise über einen Witz von mir lacht oder so, der landet in der neuen Redaktion Ampelzoff mit eigenem Büro im Keller, geleitet von Matthias Matschke. Matthias, was gibt's denn Neues? Nur ganz kurz, Herr Welke. Wenn ich geahnt hätte, dass das Ihre Frau ist auf der Weihnachtsfeier, dann hätte ich doch niemals, ich meine... Leute, komm! Der Chef will frisches Ampelmaterial. Ja, los, komm, zack, zack. Das ist ein wichtiger Mann, der Chef. Der hat nicht ewig Zeit. So, also, wo fängt man da an? FDP und Grüne wollen der Ukraine Taurus-Raketen schicken. Der Kanzler eher nicht. Er will aber vor allem das Wort Taurus nicht sagen. Die Grünen wollen keine Bezahlkarte für Flüchtlinge. Deswegen ist die SPD voll sauer. Und Kubicki stellt die ganze Koalition in Frage. Ach ja, und FDP-Generalsekretär Djezaray sagt, er wäre viel lieber mit Friedrich Merz zusammen. Da waren eigentlich alle sauer. Nur er selber fand sich total okay. Aber angesichts der Tatsache, dass die Ampel ohnehin in der Kritik steht, weil sie offenbar zu viel streitet, ist so eine Aussage zum jetzigen Zeitpunkt schlau? Ja, diese Aussage ist sehr schlau. Extrem schlau war das und mutig. Ich meine... Du bist als FDP in einer festen Beziehung, im Grunde wie sie und ihre Frau, und gräbst trotzdem hemmungslos was Neues an.
Es war wohl so, Gia Saray hat sein Profil bei Tinder eingegeben. FDP-General unter 5% in Umfragen, willig, Fetisch, devoter Junior-Partner in Schwarz-Gelb. Und dann kommt eben nur ein Vorschlag und zwar immer derselbe. Was willst du machen? Es ist wirklich absolut würdelos. Und wie kam das devote FDP-Gebagger so an beim Herrn Merz? Ja, also so richtig scharf ist er jetzt auch nicht auf die 4%-Partei. Also die FDP wird sich entscheiden müssen. Ich wollte in deren Haut nicht stecken. Im zweiten Stock, in einem lichterloh brennenden Haus, den sicheren Tod vor Augen, mit der Frage konfrontiert, soll ich rausspringen, auf die Gefahr hin sofort tot oder drinbleiben, auf die Gefahr hin erst später tot. Ja. So gilt Romantik im Sauerland. Stirb, FDP, stirb einfach. Immerhin, Herr Welke, bei einem Thema ist sich die Ampel total einig. Cannabis wird jetzt legal. Heute im Bundestag beschlossen. Nur so lässt sich das hier unten überhaupt ertragen. Kiffen, wenigstens eine Sache, wo mal alle an einer Bong ziehen, und zwar geschlossen. Der Vorsitzende des Innenausschusses, Castellucci, lehnt das Cannabis-Gesetz der Ampelkoalition ab und will dagegen stimmen. Oh nee, ich kann nicht mehr. Ernsthaft, Herr Welke, wann darf ich wieder nach oben in die richtige Redaktion? Immer nur Ampelstreit, das vergiftet einem regelrecht die Seele. Und das färbt auch ab. Übrigens, Matthias, also Kiffen ist aber erst ab April erlaubt. Im Moment ist es alles noch illegal. Ach ja? Dann zeig mich doch an, Herr Obersturmanführer. Ja, vielleicht mache ich das auch, du Arschloch. Wir können auch gerne vor die Kellertür gehen. Und dann regeln wir das wie Männer. Huh, da mache ich mir aber in die Hose. Huh. Ja, machst du auch. Macht mal genauso weiter. Matthias Matschke, vielen Dank. Matthias Matschke. Live aus der Ampelsoft-Strafkolonie. So, meine Damen und Herren, aber es geht ja nebenbei durchaus noch was voran im Land. Diese Woche zum Beispiel im Bundestag. Das Postmodernisierungsgesetz. Endlich eine moderne Post. Und ich sage, das ist überfällig. Wir haben schließlich 2024. Ah, der Enkel von Walter Spabier, vielen Dank, bringt mir eine Postkarte vom ZDF mit wichtigen Fakten zum neuen Gesetz. Warte mal, was steht denn drin? Ah ja, in Deutschland dürfen Briefe bald später ankommen. Ist das eine gute Nachricht? Für uns Kunden jetzt nicht direkt, für die Post schon. 95% der Standardbriefe sollen spätestens nach 3 Tagen da sein. Erst nach 4 Tagen müssen es 99% sein. Dieser FDP-Mann hier findet es prima, denn es war ja eigentlich schon immer Quatsch, dass jede Rechnung und jede Information vom Amt wirklich am nächsten Tag da ist. Man freut sich ja vielleicht auch manchmal, wenn sie einen Tag später kommt. Eben. Hey, die meiste Post ist eh scheiße. Ist doch völlig egal, wann die ankommt. Und ansonsten schicken Sie halt den Prio-Brief. Der kostet 1,95 statt 85 Cent und ist dafür vielleicht schon am nächsten Tag da. Cool. Ich frage mich, warum machen das nicht auch andere Branchen? Ihr Essen soll noch warm sein, wenn es bei Ihnen am Tisch ist. Kostet extra. Der Bestatter soll Oma wirklich komplett unter die Erde bringen? Ja, das wäre dann die Prio-Beerdigung. Ne? Übrigens, die ganze Idee hinterm Postgesetz war mal mehr Wettbewerb. Stattdessen kriegt jetzt der de facto Monopolist Post Marktanteil im Briefgeschäft 85%, wo sie übrigens auch noch von der Umsatzsteuer befreit werden, die Erlaubnis langsamer zuzustellen. Toll. Briefe erst nach 4 Tagen. Das ändert alles. Auch für die berühmte Kinderbuchreihe Briefe von Felix, ein kleiner Hase auf Weltreise. Ne? In der neuen Folge ist Felix mal wieder unterwegs und Sophie sitzt einfach nur zu Hause und wartet auf seine Briefe. Sie wartet und wartet. Endlich kommt ein Brief aus Kolumbien. Da schreibt Felix: Liebe Sophie, ich wurde heute vom Cali-Drogenkartell gekidnappt. Du hast genau 3 Tage Zeit, das Lösegeld zu zahlen. Ich hoffe sehr, der Brief erreicht dich noch rechtzeitig. Eine Woche später kommt schon der nächste Brief von Felix, diesmal mit seinen abgeschnittenen Ohren drin. Ja. Deswegen sind die Bücher ab 18. So, die Post tut gerne so in diesen Tagen, als sei das Briefgeschäft gar nicht mehr lukrativ.
quasi ein Gefallen, den sie uns Bürgern tun, aus alter Gewohnheit. Dabei werden hier noch ohne Ende Geschäftsbriefe verschickt. Ja? Frage, kann es sein, könnte es sein, dass die Post mit den neuen Zustellungsfristen vor allem Kosten und Personal einsparen will? Ich sage mal, das wäre tragisch, denn viele Zusteller, wissen Sie, geben wirklich alles für ihre Kundschaft. Vincenzo kann nicht anders, er muss einfach singen. Un amore così grande. Ja, das ist wie beim Prio-Brief. Wenn Sie wollen, dass er nicht singt, kostet das extra. Nein, komm, ist nur Spaß. Es ist doch wunderbar, dass noch irgendwer gut gelaunt arbeitet in diesem Land. Gerade in der Zustellerbranche. Vor allem Pakete liefern ist nach wie vor ein absoluter Knochenjob. Immer mehr Zeitdruck, immer mehr Pakete. Laut neuem Postgesetz müssen die Pakete ab 10 Kilo zwar gekennzeichnet werden, aber selbst über 20 Kilo Schwere muss man weiter alleine in den fünften Stock schleppen. Im Worst Case verfolgt von WDR-Reporterinnen. Oh, meine Güte, das sieht sehr schwer aus. Wie oft wird Ihnen unterstellt, dass Sie gar nicht geklingelt hätten? Schon wieder so ein großes, schweres Paket? Gibt es eigentlich so eine Obergrenze? Und gibt es eigentlich eine Obergrenze für nervige Quatschfragen, während jemand schwere Sachen schleppt? Mithelfen statt volllabern! WDR, ey, gibt's doch gar nicht. Und die arme Postbotin gerade hat ja noch Glück, weil sie sich bei DHL wenigstens für Tariflohn den Rücken ruiniert. Bei Hermes, Amazon, UPS und Co. leider alles andere als selbstverständlich. Für die arbeiten meist Externe im Auftrag von Subunternehmen. 270.000 Zusteller schuften für Kleinstbetriebe mit weniger als 10 Mitarbeitern. Laut Verdi nicht selten verbunden mit Arbeitszeitverletzungen und Scheinselbstständigkeit. Der Bruttolohn ist bei denen zwischen 2010 und 2020 um gerade mal 1,5% gestiegen. Unfassbar. Ja, Moment mal. Wir haben doch seit 2019 das tolle Paketbotenschutzgesetz. Das müsste doch Paketboten schützen. Eine Razzia des Zolls in Köln dokumentierte künstlich an einem einzigen Tag, 220 Fälle von Unterschreitung des gesetzlichen Mindestlohns, 35 Fälle von Sozialmissbrauch, 31 Fälle fehlender Anmeldungen bei der Sozialversicherung, fehlende Fahrerlaubnis. Ja, na komm, das ist Köln. Da sind fast alle kriminell. Ne? Gucken Sie sich mal unser Studiopublikum an. 30.000 Jahre Knast sitzen hier. Ja. Laut Verdi haben sich die Zustände in der Branche zuletzt verschlimmert. Wir reden seit zig Jahren drüber, sie haben sich verschlimmert. Deswegen fordert jetzt sogar der Bundesrat, Werkverträge und Subunternehmen bei der Zustellung zu verbieten. Wie in der Fleischindustrie. Im Entwurf zum Postgesetz steht davon aber leider gar nichts. Wobei ich Ihnen jetzt auch nicht sagen kann, welche der drei Ampelparteien sich querstellt. Und es wäre auch total unredlich, da zu spekulieren. Ja? Nur bloß weil, sagen wir mal, weil eine von den dreien behauptet, in der Paketbranche gäbe es nur wenige schwarze Schafe. Nein, ich spekuliere da nicht, meine Damen und Herren. Man kann ja nicht einfach irgendwelche Vermutungen in den Raum stellen. Sorry, ja? Das nennt man journalistische Ethik, Freunde. Ja? Und ich meine, komm. Ja, wirklich, wer hat die schon genau durchgezählt, die ganzen schwarzen und die weißen Schafe? Wer, die weiß auch nicht alles. Ich vermute mal, alle drei Ampelparteien würden sich sehr gern einen neuen Koalitionspartner von Hermes liefern lassen. Ne? Oder wenigstens die neue Kinderpost. Hol dir jetzt die Kinderpost nach dem neuen Postgesetz. Ein entspannter Spaß, denn deine Briefe haben 4 Tage Zeit. Kinderpost, jetzt sogar mit Original, verspätet Stempel und einer total echt aussehenden Schlange mit wütenden Kunden, die sich beschweren wollen. Beachte sie gar nicht und freu dich über das 20-Kilo-Paket, das dein doofer Bruder als Subunternehmer alleine schleppen muss, der Loser. Die neue Kinderpost, Lieferzeit wahrscheinlich 4 Tage oder Monate, keine Ahnung. Wart's halt einfach ab. Ja. Das neue Postgesetz, Entschuldigung, das neue moderne Postgesetz, reden wir drüber mit Dr. Valerie Niehaus aus dem Vorstand Deutsche Post DHL. Hallo. Frau Niehaus, bald mehr Zeit für die Zustellung. Läuft für Ihren Konzern, oder? Das ist ja wohl auch das Mindeste. Nachdem uns die Bundesnetzagentur letztes Jahr eine Portoerhöhung verweigert hat,
Mit der dreisten Begründung, im regulierten Briefbereich würden wir ja Gewinn machen. Ja, aber vielleicht ist uns der Gewinn zu klein. Popelige 85 Cent pro Brief. Überlegen Sie mal, in Deutschland werden jedes Jahr 14 Milliarden Briefe verschickt. 14 Milliarden mal 85 Cent. Das sind gerade mal... Das ist jetzt auch gerade nicht der Punkt. Nein. Aber ich meine, man muss ja wissen, die letzte Portoerhöhung war erst 2022. Mich stört die ganze Grundhaltung. Wir reißen uns den Arsch auf für die Kunden, aber was tun die Kunden eigentlich für uns? Ne? Da heißt es immer, bei mir auf dem Dorf gibt's keine Postfiliale mehr. Ja, dann macht halt eine auf. So ein Bäcker kann wunderbar nebenbei Pakete annehmen. Oder der Tante-Emma-Laden, was immer die für Geschäfte haben da in ihren Inzuchtskäffern. Postschalter nebenbei ist voll der Trend. Und du lernst spannende neue Leute kennen. Zum Beispiel wütende Kunden. Wir haben eine Kundin gehabt, die hat hier auf den Tisch getrommelt wie eine Wilde und geschrien. Man hat sich ja gar nicht mehr verstanden. Und dann war ein anderer Kunde, der sagte dann, es war nun mal viel los. Das zu meiner Frau dann, nimm mal gefälligst den Finger aus dem Allerwertesten und mach eine zweite Kasse auf. Finger im Allerwertesten. Das ist ja kein Grund, gleich beleidigt zu sein. Der Mann kriegt von uns jetzt sogar ein lustiges T-Shirt. Schauen Sie mal. Finger im Po, Strafporto. Ja, das ist witzig, zugegeben. Ist gut, ist gut. Aber ich meine, inzwischen stehen sogar die meisten Postschalter bei Einzelhändlern. Aber immer mehr von denen geben auf, weil man tierisch Arbeit hat und kaum Geld verdient. 40 Cent pro Paket, nur 5% von der Briefmarke. Och, ich bitte Sie, es gibt so viele Berufe, wo man nicht wirklich ausgelastet ist. Also da kann man ja mal wohl ein paar Stunden am Tag der Post helfen. Was weiß ich, Lehrer? Ja, Lieferando-Fahrer, du bringst eine Pizza, nimmst ein Einschreiben mit. Oder hier, wie heißt das, wo die ganzen Omas auf den Tod warten? Kirche. Kann man einbauen ins Abendmahl. Nimm die Hostie und gib mir ein Paket. Also Jesus hätte das gemacht. Ja, ich glaube, Jesus hätte nebenbei keine Postfiliale betrieben, weil Jesus nämlich rechnen konnte, genau wie dieser Mann hier. Im Großen und Ganzen kann ich nur von den Betreibern einer großen Postfiliale abraten. Es führt oft genug anschließend zur Privatinsolvenz. So schade, dass viele Leute immer nur ans Geld denken. Mhm. Man kann ja auch mal was aus Leidenschaft machen. Sagen Sie mal, viele Kommunen betreiben inzwischen selber Postfilialen aus Verzweiflung, weil sich bei denen kein Dover mehr findet. Wie geht das denn zusammen mit dem Versorgungsauftrag der Post? Ja, und Ihr ZDF hat auch einen Grundversorgungsauftrag. Also was leisten Sie denn für Ihre Gebühren? Hier, also jetzt, Kraft meines Amtes, ernenne ich Sie zum Ehrenzusteller. Und dieses Studio gilt ab sofort als Postfiliale. Also, wer hat denn jetzt hier alles eine Zalando- und Amazon-Retoure für den Herrn Welke hier? Scheiße! Na, vielen Dank auch. Valerie Niehaus, meine Damen und Herren. So, das Video ist vorbei. Ja, glotzt nicht so blöd. Macht, dass ihr wegkommt. Gibt ja nichts umsonst hier. Ach, ihr habt Zeit? Ja, dann könnt ihr ja noch die anderen Videos auf unserem Kanal angucken.